mit Spanisch verbunden. Ja, ich verstehe, ich denke auch. Das ist so. Weil, habe ich jetzt nie was zu suchen. Spanisch bin ich mir noch nicht gewöhnt. Ich bin mir auch nicht mehr gewöhnt. Das ist auch toll, mal von meinen Leuten, ja. Französisch ist zwar auch vorbei, aber ich muss so Spanisch. De sécurité vont vous être présentées. Veuillez retirer vos écouteurs et vous accorder quelques instants d'attention. Veuillez également ranger votre tablette. Nous vous informons que les membres d'équipage portant un insigne rouge sont chargés d'assurer votre sécurité à bord. Ladies and gentlemen, we remind you that this is a non-smoking flight. Please remove your headphones for a few moments and pay attention to the safety procedures we will now show you. Please ensure that you follow your table. We inform you that crew members wearing a red badge are in charge of the safety on board. Meine Damen und Herren, dieser Flug ist ein Nichtraucherflug. In der Start- und Landephase dürfen keine elektronischen Geräte benutzt werden. Wir machen Sie nun mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut und bitten Sie um Ihre Aufmerksamkeit. Les issues de secours signalées par un panneau exit sont situées de chaque côté de la cabine, à l'avant. Au centre, à l'arrière. Un marquage lumineux au sol vous indiquera le cheminement vers ces issues. En cas d'évacuation, vous devrez abandonner tous vos bagages dans l'avion. Emergency exits on either side of the cabin are clearly marked by an exit sign. They are located at the front, in the center, and at the rear of the cabin. Blue lighting will guide you to these exits. In case of an emergency, you will have to leave your luggage in the plane. Vos ceintures s'attachent et se détachent de cette façon. Your seatbelt is fastened and with it like this. En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement devant vous, sauf dans les toilettes. Tirez sur un masque pour libérer l'oxygène. If there is a drop in cabin pressure, your oxygen mask will automatically drop down in front of you, except in the lavatory. Pull up the mask to relieve the oxygen. Placez le masque sur le visage et respirez normalement. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. La notice que nous vous présentons contient les consignes de sécurité. Veuillez consulter l'exemplaire placé devant vous. You will find the safety procedures in a set packet in front of you. Please read them carefully. En vue de décollage, veuillez ranger votre tablette. Merci de votre attention. In preparation for takeoff, please follow away your table. Thank you for your attention. Also die landschaftlich ist es schon spannend. Es gibt verschiedene Klimazonen. Das ist sehr extrem, das ist der Unterschied zwischen Nord- und Vietnam. Also aktuell sind es fast 20 Grad Unterschied. In Nord-Vietnam haben wir jetzt 15 Grad im Regen, und in Vietnam haben wir 35, 37 Grad Strahlen Sonnenschein. Ohne einen Tag Regen, eine Sekunde auch nur Regen zu haben, aber jetzt 8 Wochen stabilen Sommer. Und zur gleichen Zeit, jetzt im März, hat man 8 Wochen lang Regen in Nord-Vietnam. Also die haben so drei Klimazonen: Zentral-Vietnam, Süd- und Nord-Vietnam, sind drei völlig verschiedene Klimazonen. Das ist ganz dementsprechend auch etwas Vegetation. Auch ganz spannend, wenn man so tropische Regenwälder, man Gebirgszüge bis auf fast 4000 Meter hochgehen, zum Pässen auch. Aber das ist das gebirgsbedingt, was uns kennt, müssen wir nicht vorstellen. Das ist gebirgsbedingt. Die haben in der Mitte von Vietnam, ist relativ zentral Vietnam, ist ein Gebirgszug relativ hoher und der passt, der schirmt die China-Wind so. China-Wind ab. Der strömt jetzt nur so oben rein im Norden. Im Sommer ist im Norden auch sehr trocken und sehr feucht, aber sehr heiß. Also die Klima. Schwankungen sind im Norden viel höher als im Süden. Der Süden ist stabiler vom Klima. Kontinental. Ja, schon tropisch, also sehr Regenwälder und auch 37 Grad schon. Ganz im Süden. Ja, aber im Norden ist dann eher kontinental. Genau, aber im Sommer wird es auch bis 40 Grad im Schatten. Also, sie sagen, Hanoi ist ja unerträglich. Wir so. Waren ja auch in Hanoi. So heiß. Und natürlich spannend, was ätzend ist, ist der Müll. Die haben überhaupt keinen Sinn für, die haben auch gar keinen Sinn tatsächlich dafür, für Umwelt, Umweltpolitik, Umwelttierliebe, schreiben die da ganz klein. Das ist ja erschreckend, wie die
fantastische Landschaft, egal wo ich diese schönen Strände. Komplett zugemüllt. Es gibt keine Straßen, wo ich komme, weil sie Müll rumliegen, außer in zwei, drei Kleinstädten, wo die irgendwie kommunalpolitisch aus sich darauf reagieren. Da findet man keinen Müll. Kanton zum Beispiel, Saigon ist relativ müllarm. Aber sonst irgendwo ländliche Umgegend oder Hanoi oder so, komplett ist relativ zugemüllt. Dann überall diese knatternden Roller. Von morgens bis abends. Man hat das Gefühl, die machen jeden Meter mit diesem Roller. Die fahren auch da, wo man echt nicht fahren kann. Auch gegen die Richtung von Bürgersteig in die falsche Richtung und so. Das ist schon Verkehr ist mies. Sind das zwei Takter, solche Stinker? Teilweise haben sie zwei Takter noch. Also wirklich noch die alte Minsk aus den 60er Jahren noch. Und dann sind teilweise haben sie aber auch die vier Zylinder von die vier Takter. Die vier Takter von Yamaha. Das sieht man eher selten. Die vier Takter von Yamaha oder auch Honda, die neue und so schon. Aber auch viele Zweitakter. Und von den Leuten, ich finde, da gibt es auch Unterschiede zwischen Norden und Südvietnam, so habe ich es so ein bisschen erlebt. Tendenziell sind die sehr relativ verschlossen. In Nordvietnam fühlt man sich sogar eher, es ist eher so eine Art feindliche Atmosphäre schon. Also wir haben es erlebt, dass wir in Läden reingegangen sind und die haben uns wieder ins Dach zu wiesen. Das haben wir zweimal erlebt, was ich ziemlich erschreckend fand, dann auch im Einkaufsstraße. Und die beachten eigentlich. Also wenn man auf den Markt dort geht, die werden im Wesentlichen beachtet. Und wenn man als Europäer hingeht, die gucken eigentlich an. Die reden nicht mit einem. Selbst wenn man Interesse zeigt, also sich T-Shirts, Hosen oder Gürtel irgendwas ausgesucht, guckt man sich an, zeigt drauf, macht nichts übrigens nicht. Erst wenn man dann aggressiv drauf tippt und sagt, how much, dann tippen sie lustlos. Zahl auf Taschenrechner, dann schiebt die einen so hin, aber guckt einen aber nie an. Also das fand ich sehr extrem, dass man das Gefühl, man ist permanent nicht willkommen. Das hat man nicht viel gegen. Vor allem in Nordvietnam, also Hanoi, hatte ich das Gefühl, dass ich egal wo ich bin, willkommen bin. Egal wie freundlich auf die Leute zugegangen sind, außer halt in Restaurants, da ist man natürlich freundlich behandelt, Hotels sind sehr freundlich behandelt, aber man schafft fast keine Verbindung zu der lokalen Bevölkerung. Also das war mir sehr erschreckend. Es war in Südvietnam ein Tick anders. Also Saigon ist relativ aufgeschlossen, stand im Vergleich. Die waren durchweg sehr freundlich, da konnte man auch im Park halt bei öffentlichen Sportangeboten einfach teilnehmen und so, das war sehr aufgeschlossen. Auch da hat man das Gefühl gehabt, dass die so aber auch generell, man zeigt keine Zärtlichkeit, sondern man zeigt wenig Körperlichkeit, also die sind sehr distanziert auch so in ihrem Verhalten. Außer gleichgeschlechtlich, das wäre okay. Also Männer dürfen sich umarmen und küssen, das ist kein Problem. Aber zwischengeschlechtlich sehen die das gar nicht gerne. Ja, also man findet nichts in, also die sind überhaupt nicht auf Europäer, Amerikaner oder westliche Bevölkerung eigentlich gerichtet. Also die eifern denen zwar nach, das sieht man in den Medien. Komplett sind die da ausgerichtet, aber sie bieten nichts an. Also man findet bei mir, ich bin nicht der Größte, aber es ist immer nur Big Size, egal wo ich hingehe, nur Big Size. Also Schuhgröße 43 ist das Höchste, was man kriegt. Und T-Shirt-Größe L findet man selten. Also M ist meistens das Höchste. S oder M. L ist eine absolute Ausnahme. XL findet man gar nicht. Ich habe einmal XL gesehen. Drei Wochen nicht. Die sind sehr klein. Die sind wirklich 1,60 Meter Durchschnittsgröße bei Männern. Das ist der Wahnsinn. So ganz kleine, schmale Typen. Ich habe fast keine dicken Menschen gesehen, sondern große Menschen. Ich fand es persönlich in Kambodscha besser, wobei Kambodscha schon sehr arm ist. Aber ich habe das Gefühl gehabt, in Vietnam zocken sie eine Arbeit in Kambodscha. Also Vietnam ist ekelhaft. Der Taxifahrer, man kommt vom Flughafen, als erstes mal ist der Taxifahrer, macht Taxi-Mittelschule und steht immer auf 100.000. Dann sage ich, hier steht auf 100.000, doch, nee, das wäre so, ich sage nichts, dann steht er noch 0.000. Aber erstmal steht es auf 100.000, 5 Dollar, die muss ich jetzt mal zahlen, einfach nur mich einschreiben. Die haben keine Anfahrtgebühr, aber die muss ich aber einfach mal zahlen. Dann schicken sie mich zum falschen Hotel und sagen, das wäre das richtige Hotel. Wir fahren auch noch Umwege, die Strecke nicht kennt. Und dann sagen sie, das wäre das richtige Hotel. Ich sage, das ist nicht das Hotel, was ich gesagt habe, sondern das Hotel. Das Hotel hat natürlich überhöhte Preise. Ne? Also so zocken sein da schon mal. So kommt man an und wird schon abgezockt. Hanoi ist ganz ekelhaft. Das mag ich nicht so, wenn die einen das extrem abzocken. In Kambodscha hat man dafür auf der anderen Seite wieder viel mehr Bettler, sondern Vietnam nicht, weil die reicher sind. Kambodscha ist ziemlich extrem. Wenn die Bettler haben, haben die nur die Bettler, die links geschädigt sind. Also entweder Agent Orange geschädigt sind oder Minenopfer sind. Und die sorgen aber dafür, dass ihre Wunden nicht heilen, damit sie mehr Geld kriegen. Also ich habe auch mit einer Ärztin da gesprochen, mit einer deutschen Ärztin, die vor Ort ist und dort in der Kriegsnachsorge, was auch immer das dann heißt, tätig ist in Kliniken und Kriegsopfer quasi zu helfen. Auch so
Und auf der anderen Seite sieht man auch ganz viele schöne Seiten. Das ist halt, wo man den Fokus halt drauf achtet. Ne? Die Korruption ist sehr extrem. Man sieht, dass die Polizisten, die da sind, achten auf böse Dinge und auf böse Dinge gucken sind überhaupt nicht. Also zählbar schon. Es gibt erstmal generell keine Verkehrsregeln. Gibt es nicht. Also wer gut davor fahren, der stärkere gewinnt. Es gibt nicht einer zu verhindern, es gibt keine Wegpolizisten. Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit der Rauchdetektoren strafrechtlich verfolgt werden.
zu Ihrer eigenen Sicherheit bitten wir Sie, das Anschnallzeichen zu beachten und empfehlen Ihnen, Ihren Gurt während des gesamten Fluges geschlossen zu halten.